Hallo, ich bin's mal wieder. Fast wie versprochen. Wir sind ja verabredet. Irgendwie. Und für alle die, die immer von weißer Weihnacht quatschen, lass ich das mal ein bisschen rieseln. Was denn sonst noch? Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat zum Wort des Jahres 2015 das Wort Flüchtlinge gewählt. Flüchtlinge. Es macht nachdenklich. Natürlich macht das nachdenklich. Das Wort Flüchtlinge polarisiert. Aber haben wir nicht alle irgendwann schon mal in den vorigen Jahrzehnten das Thema Flüchtlinge als Thema gehabt? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, DDR. Das mag als Stichwort gelten. Und heute, im Jahre 2015, Flüchtlinge, das Wort des Jahres. Es soll zum Nachdenken anregen. Die einen, die graben bei Facebook nach Negativmeldungen und sammeln alles, was gegen Flüchtlinge ist. Oder sie sammeln Unkenrufe, dass wir im Jahre 2020 schon mit 10 Millionen Flüchtlingen rechnen müssen und dass die uns alle wegessen oder was oder wie. Freunde, wenn es sich um das Thema Flüchtlinge dreht, dann dreht es sich in erster Linie um Menschen. Menschen. Menschen wie du und ich. Und das sollten wir im Hintergrund behalten. Und deshalb heute auch keine Teletheke, sondern einfach nur ein Stückchen Schwarzfilm zum Nachdenken. Macht's gut, Nachbarn. Und kocht nicht im Bette.